In den Oberursuler Werkstätten arbeiten an die 460 Menschen mit mehr oder weniger starken körperlichen und geistigen Behinderungen. Normalerweise wird in den Werkstätten kuvertiert oder Holzspielzeug hergestellt. Diese Woche hat sich allerdings prominenter Besuch eingefunden. Zwei Fußballprofis des FSV Frankfurt sind vorbeigekommen, um eine kleine Trainingseinheit auf Zweitliganiveau zu absolvieren. Ganz unerfahren ist die Mitarbeitermannschaft nicht. Sie trainieren regelmäßig, einmal die Woche, am Freitagnachmittag in der Regel. Und haben wir jetzt halt für dieses Ereignis, was natürlich ein großartiges Ding ist, haben wir die Trainingseinheit jetzt auf Mittwoch verlegt. Und Sie sehen ja, das sind jetzt hier etwa 17 Leute. Normalerweise sind es so 10 bis 12, die regelmäßig trainieren. Die gehen auch auf Fußballfreizeiten, in Trainingscamps und so weiter. Haben Riesenspaß. Einen Riesenspaß hatten offensichtlich auch Alexander Huber und Marc Kruschka, für die dieses Training eine willkommene Abwechslung vom Profialltag war. Nach der obligatorischen Aufwärmrunde gab es dann noch eine kleine, aber intensive Technikeinheit, bei der die bunte Mannschaft ihre Treffsicherheit unter Beweis stellen konnte. Für Alexander Huber sind Aktionen wie diese eine Herzensangelegenheit. Natürlich macht man solche Sachen gerne. Also vor allem, wenn man dann hier ist, macht das richtig Spaß. Ja? Also man sieht die Begeisterung dieser Menschen und dann blüht einem das Herz auf und es macht wirklich Spaß, mit denen dann zu spielen. Spaß am Fußball. Das war der Sinn und Zweck dieser Aktion. Aber spätestens nach dem torreichen Trainingsspiel waren die beiden Profis vom Niveau der Mannschaft restlos überzeugt. Ich war schon positiv überrascht, muss ich sagen. Natürlich ist der eine oder andere dabei. Aus dem wird kein Bundesliga-Profi, das ist, denke ich, voll klar. Aber der ein oder andere, der hat sich hier richtig ins Zeug gehängt und der hat eine richtig ansprechende Leistung gebracht. Zum Abschluss gab es für die Trainingsteilnehmer noch Geschenke. Eintrittskarten für das Heimspiel gegen den SV Sandhausen und natürlich Autogramme. Eine runde Sache also, die durchaus Applaus verdient hat.